Hallo zusammen, hier ist wieder heute La und heute bin ich wieder für euch in The Wolf Inn unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um ein schickes Toy, das wir aus dem Schatz rauskriegen und zwar haben wir hier Silberstreifzepter und das würde ich sagen, lernen wir gleich mal und schauen uns das Ding mal an. Also was macht es? Benutzt, ruft den Wind zu den Waffen, eure Füße werden den Boden nicht berühren und ich würde sagen, das machen wir jetzt mal kurz, setzen das ein. Und wie ihr seht, haben wir jetzt so Wolken unter den Füßen. Haben so eine Art Levitieren-Effekt drauf. Jetzt gucken wir mal, ob ich auch langsamer fall. Ah ja, seht ihr? Kann so ein bisschen durch die Luft laufen. Eigentlich auch nicht schlecht. Ist so ähnlich wie diese ganzen Fallschirme. So. Wo kriegen wir das Ding jetzt her? Und zwar kriegen wir das aus dem Schatz her. Und für diesen Schatz müssen wir hier vier verschiedene Kapitäne anquatschen. Und diese Kapitäne sind quasi immer auf diesen Luftschiffen drauf, also da müssen wir einfach diese Dialogoption nehmen. Und im Endeffekt seht ihr, man hat diese kompletten Luftschiffe hier rumfliegen, die fliegen hier in der ganzen Zone immer im Kreis rum. Und da müsst ihr einfach auf den ganzen einmal landen und immer mit dem Kapitän quatschen. Und wenn ihr das gemacht habt, ist es so, dass ihr einmal hier unten einen Schatz im Wasser freischaltet, den könnt ihr dann einfach looten. Und da ist das Toy zu 100% drin. Mehr ist es tatsächlich echt nicht. Auf ein paar Luftschiffen sind auch keine Captain, beziehungsweise es gibt auch Captain, mit denen ihr nicht quatschen könnt. Welche brauchen wir? Wir brauchen Donald, dann Freyberg, Dünnluft und Unaro brauchen wir. Unaro oder so. Genau, also die. Ich kann ja jetzt nicht, leider nicht genaue Spots zeigen, weil wie gesagt, die sind immer in Bewegung, aber die sieht man relativ gut in der Luft, ne? Und ja, sobald ihr die vier habt, macht ihr hier die Kiste auf. Die ist auf den Koordinaten 45, 44. Das Wasser ist hier auch nicht sonderlich tief, also das ist direkt quasi hier unten. Sieht man auch von oben relativ gut. Juti, das war's mit dem kleinen Toy Guide. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder. Euer Tela, bis dahin. Ciao.